Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir müssen noch mal ganz kurz nach Hangman's Alley. Das ist aber hier gleich um die Ecke. Da waren wir ja gerade in der letzten Folge schon und haben einige Sachen abgelegt. Nach Hangman's Alley. Ich weiß nicht, warum diese Siedlerin immer noch hier ist. Oder dieser Siedler. Es ist ein Siedler. Komm doch rein. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Okay, wir haben natürlich jetzt keine Flanellhemd und Jeans dabei. Ich weiß auch nicht so genau, wo wir das alles abgelegt haben. Denn ansonsten wäre er hier der neue Gärtner, der neue Farmer. Ja, wir müssen einsammeln, auch ein bisschen daran denken, denn wir haben ja vor, mal eine Kochsendung zu machen, in der wir zubereiten und gucken, was man da alles machen kann. Ich glaube, wir sollten langsam auch damit anfangen, denn es kann ja durchaus möglich sein, dass man, wenn man viel kocht, dass man dann auch neue Rezepte vielleicht bekommt. Wir haben nämlich in der letzten oder vorletzten Folge mal so reingeguckt, was wir da alles kochen können, und das war gar nicht so viel. Und ich meine, es müssten noch andere Sachen gehen. Irgendwas aus Red Skorpion-Eiern sollten wir kochen können, das uns dann bei unserem Entzug hilft. Ja, und bevor wir das nicht machen können, finde ich, sollten wir gar nicht anfangen mit dieser Kochsendung. Oder vielleicht doch. Transfer. Schauen wir mal den gesamten Schrott. Oh, Curry hat doch auch noch was. Fällt mir dabei gerade ein. Der Schrott kann auf jeden Fall hier rein. Und jetzt habe ich... Was wollten wir hier noch eintun? Curry hat noch was. Ach, wir wollten gucken nach dem Flanellhemd und Jeans. Ob wir das... Na, das wollte ich nicht. Flanellhemd und Jeans. Haben wir das auch hier drin? Mal sehen. Ja, tatsächlich. Dann nehmen wir das schon einmal mit. Und er ist schon bekleidet. Aber er hier vorne noch nicht. Und ich denke, er ist wie geboren als Farmer hier. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Der geborene Farmer. Kleidung, Flanellhemd und Jeans, bitteschön. Und wir nehmen, wir geben ihm das zum Anziehen. So, damit erkennen wir ihn immer wieder. Ich sage es immer wieder, es kann ja sein, dass mal jemand zuguckt, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Aber was machen wir denn da eigentlich? Warum? Aus welchem Grund verteilen wir überall bestimmte Kleidung? Naja gut, wer dann länger zuguckt, der wird es dann rausfinden. Also lasse ich das vielleicht in Zukunft. Ich versuche es mir auch abzugewöhnen, genau wie plündern. Es heißt zwar Plünderstation auch, aber sammeln finde ich Sammelstation. Naja, hat vielleicht zu viele Bedeutungen, das Wort. Ja? Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Wer ist das denn hier? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar doch. Sie ist auch neu. Sie muss auch nicht unbedingt hier sein. Ich glaube nicht, dass das unsere Plünderin ist, die hier zugeteilt ist für die Plünderstation. Ich glaube, dafür haben wir irgendwo noch einen Ghoul rumrennen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Was ist mit ihm hier? Er muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Sie bestellt scheint das wirklich Feld. Was zu werden. Sie scheint auch neu zu sein. Wir werden mal diese Siedlerin versuchen. Naja, jetzt lässt sie sich auswählen. Und wir werden mal schauen, wo wir sie hinschicken können. Zur Finch Farm, Grey Gardens, Centro. Ja, ich denke auch zur Burg werden wir sie schicken. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Händler und auch Farmer. Und deswegen kommt sie jetzt zur Burg. Und sie vielleicht auch. Ein Moment, das war so nicht gedacht. Bewegen mit R. Die ganzen Tasten immer. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir sie schon an der Burg haben. Teffington. Bootshaus, Spectacle Island, da ist sie auf jeden Fall noch nicht, da ist sie gut aufgehoben. Wir schicken sie mal dorthin. So.
Denn da bin ich mir ganz sicher, dass wir sie noch nicht dort haben. Jetzt ist natürlich die Frage, das war die Frau von der Plünderstation. Kein Problem, wir nehmen ihn jetzt und teilen ihn neu zu zur Plünderstation. Damit ist die Plünderstation wieder zugewiesen. Er hier sieht mir stark nach Wache aus. So wie er angezogen ist. Wie viele Leute? Wir haben schon wieder 13 Leute hier. Hier kommen ständig Leute hinzu. Also wir könnten ihn auch beruhigt wegschicken. Bewegen vielleicht auch hier zur Finchfarm. Na, vielleicht auch zur Burg. Ja. Bestätigen, habe ich doch gesagt. Und ihn dann vielleicht auch hier. Ach Quark. Er wieder. Wo könnte er denn hin? Nach Oberland Station, Ten Pines Bluff. Wo könnte er noch hin? Finch Farm, Grey Garden ist auch gut. Sanctuary Hills. Ja, ich denke, da werden wir mal... Ja, wir haben schon Wachen genug, glaube ich, in Sanctuary. Da müssten noch ein paar Händler hin. Händlerinnen. Vielleicht auch nach Spectacle Island. Dunkelwasserbaustelle. Wir können hier noch gut verteilen. Gutshaus Grove wäre auch nicht schlecht. Spectacle Island, ich weiß nicht. Teffington Bootshaus. Ach, da ist das. Dass wir auf einmal überall wieder Leute hinschicken können, das wundert mich. Naja, wir sind jetzt eigentlich immer zu Fuß gegangen die letzte Zeit und zwischendurch haben wir uns hier und dort mal blicken lassen. Vielleicht liegt es daran. Naja, schicken wir ihn auf jeden Fall weg von hier, damit hier kommen ja immer sehr schnell viele Leute hin. Außenposten Simonia eigentlich nicht. Spectacle Island schlage ich vor oder Gutshaus Grove. Man sieht jetzt leider nicht, wie viele Leute da wären. Es wäre noch gut, wenn hier die Anzahl der bereits vorhandenen Leute dort stehen würde. Okay, Sunshine Tidings, da müssen auf jeden Fall auch viele Wachen sein. Das wird öfter angegriffen. Irgendwie steht hier gar nicht die Abernathy Farm mit bei. Fällt mir gerade auf. Haben wir die verloren? Schicken wir ihn mal, schwierige Entscheidung hier. Zur Finch Farm, oder? Finch Farm ist gut. Als, naja, das sind aber die sind schon, Wachen sind da genug. Ten Pines Bluff, Oberland Station. Da sind auch, überall sind schon genug Wachen. Ja, auch zur Burg als Wache. Naja, okay, zur Burg. Wir können ihn dann ja von der Burg wieder wegschicken, wenn er nichts zu tun hat dort. Okay. Jetzt sind hier nur noch 11 Leute. Das ist immer noch 1 bis 3 Leute sogar zu viel. Wir hatten das, glaube ich, mal runter hier auf 8. Aber es ist, wie gesagt, es kommen immer wieder Leute hinzu. Gerade hier. Ganz beliebt die Ortschaft. Kann ich gar nicht so ganz nachvollziehen. Okay, das ist der Plünderer. Und es wäre gut, wenn hier noch dran stehen würde, was für eine Aufgabe der jetzt hat. Das kann man leider nirgends sehen. Wenn man verlässt, auch nicht. Das waren noch gerade 11, oder? Habe ich richtig gesehen? Ja, 11. Behalten wir das mal im Hinterkopf. So, ich glaube, wir sind immer noch überladen. Schauen gerade mal, was wir hier noch haben. Impro-Automatikpistole können wir wieder ablegen. Jagdgewehr. Und einiges an Kleidung. Da können wir aber auch direkt was verwerten. Und wir können Curie mal ihren gesamten Schrott abnehmen. Hey, du brauchst etwas, oder? Richtig. Machst du mir ein Geschenk? Erstmal nicht. Wir nehmen erstmal alles. Ist das in Ordnung? Das habe ich schon auf Bildern gesehen. Ach was. Sowas aber auch. Rüstungswerkbank. Naja, dann stellen wir hier erstmal etwas her. Wir verwerten etwas. Also die Lederrüstung zum Beispiel. Raiderrüstung brauchen wir auch nicht. Das rote Kleid, Vorsicht, das schon. So, das reicht erstmal. Ja, sollen wir die Waffen, die wir gerade eigentlich... Nein, wir verwerten erstmal nichts. Wir sammeln erstmal. Er gehört eigentlich nach oben zum Artillerieteil.
Eigentlich gehören die alle nach oben. Warum sind die alle hier unten? Da ist noch einer nach unten gefallen. Naja, egal. Wir schmeißen erstmal wieder was ab hier. Und zwar alles, was wir nicht brauchen, natürlich. Des Junkies Impro-Revolver-Pistole, nein. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Splittergranaten 7, naja gut, wir können mal ein paar mitnehmen, aber eigentlich reichen uns immer 2. Also können wir 5 ablegen. Von der Kleidung können wir auch so einiges noch ablegen. Raider-Leder, das können wir ja nicht verwerten. Schweißerbrille. Ja, und das wäre es dann fast schon. Hilfsmittel, die packen wir gleich. Ja, oder die können wir jetzt auch einmal so ablegen hier. Mal sehen, die Karotte, den Mais, Maulwurfsrattenfleisch, Melonen, Meierlurkfleisch und Mutterbeeren, Nudelschalen und Nuka-Sherry. Was haben wir denn noch schönes? Tato, Whisky, Whisky und Zuckerbomben. Ja gut. Warum können wir das nicht einlagern? Können wir doch. Oh, haben wir nicht mehr Granaten hier weggeworfen? Nur die eine? Tut das Note, dass er jetzt im Weg steht? Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben bis auf den Mais hier alles eingesammelt, in die Werkbank gesteckt und wir können auch schon wieder einiges mehr bauen hier. Wir werden auf jeden Fall... Ja. Der Stuhl fährt immer nach unten. Und das ist irgendwie irritierend, wenn hier auf einmal um mich herum alles größer wird. Okay. Was wollten wir hier noch schauen? Nach der Werkstatt. Waffen. Wasser wäre gut. Bekleidung. Aufbereitetes Wasser. Wow, super. Dann nehmen wir doch gleich mal 20 Stück von mit. Und... Wir können das nachher alles verkaufen. Was ist denn Wasser wert? Das ist doch 20 wert. Ja, sehr schön. Kronkorken haben wir auch schon wieder hier drin. Das ging aber schnell. Die Siedlung hier, die lohnt sich wirklich. Hangman's Alley ist wirklich nicht schlecht. Und Curie wäre gut, wenn man sie auf Abstand mal schicken könnte. Das ging ja bei New Vegas ganz gut, aber hier in Fallout 4 funktioniert das leider nicht so gut. Oh, wir haben den gesamten Schrott noch nicht abgelegt. Ansonsten sollten wir jetzt aber schon wieder einigermaßen auf dem Damm sein. Wir sollten uns jetzt vom Arzt gleich noch vom Entzug heilen lassen. Und hier den Schrott reinlegen über T. 160? Moment mal. Warum? Ist das richtig? 160? Ich bin nicht sicher. Das kommt mir gerade so erschreckend wenig vor. Na egal, wir gehen zum Arzt, werden uns noch heilen lassen, damit wir dann in der nächsten Folge die Mission für die Railroad weitermachen können. Der Arzt ist nicht da, es ist mitten in der Nacht, oder? Ist der Arzt unten vielleicht? Ich glaube, bis 8 Uhr abends sind die noch im Dienst. Haben wir den Arzt weggeschickt? Doch, nein. Das geht doch nicht. Der hatte doch schon eine Kleidung an. Da steht er. Nein, das ist er auch nicht. Ja, hier steht er. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich dir mal anziehen. Wer schubst denn immer?
Ja, wir wollen alles heilen lassen. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Abhängigkeit heilen auf jeden Fall. Ich hab da so ein Kribbeln, Doc. Zu viele Chems. Hast du was dagegen? Wir bekommen dich schon wieder clean. Wird aber nicht angenehm. Ja, wir haben dem Institut gezeigt, dass wir uns nicht vor ihnen fürchten. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Maulwurfsrattenkrankheit. Oh. Strahlung heilen? Ich weiß gar nicht, wie viel wir da haben. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Wir bringen das in Ordnung. Keine Sorge. Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Ich denke, die Gesundheit können wir für 15 Kronen kaufen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich was abbekommen. Wurde ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Ah, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Auch wiederherstellen, wollte ich sagen. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Nein, danke. Das war's. Dann ab mit dir. Ja, wir suchen uns noch einen hübschen Platz hier für ein Thumbnail. Hier vorne ist doch ganz nett. Dann bedanke ich mich recht schön fürs Zusehen und sage Daumen hoch für euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.